Verstecken. Hä? Och, das macht ja gar keinen Spaß. Fang mich doch, du Lama-Kater. Miau, von wegen Lama-Kater. Dir werde ich zeigen, wie schnell ich bin. Aua. Oh. Miau, selber lahm. Oh, aber schön weich. Miau, sag mal, was ist das eigentlich für ein Ding? Ja, was ist das eigentlich für ein Ding? Ob das Frau Elster gehört? Ach Quatsch, dann würde es doch nicht hier herumliegen. Immerhin liegt es vor ihrem Nest. Miau, wenn es dich beruhigt, kann ich sie ja fragen. Frau Elster, Frau Elster. Siehst du, sie ist ja gar nicht da. Na dann? Ja, ja. So geht's. Oh, nun sieh doch. Ja, warte, so ist gut. Ach, hopp. Oh. Das ist ein Teppich. Och, toll. Frau Elster, wir haben Ihren Teppich gefunden. Jo, was du auch denkst, Hoppel. Das ist der fliegende Teppich aus dem Märchen. Oh ja, ein Zauberteppich. Ach, warum bin ich nur nicht selbst drauf gekommen? Jo, weil du ein Dummkopf bist. Du? Komm, Mautz, wir probieren ihn gleich aus. Oh ja. Kennst du die Zauberformel aus dem Märchen? Nein, du? Wie ging sie doch? Hm. Hokus Pokus? Ja, aber da war noch was. Kriblip Kikifax. Nein, lass mich doch mal überlegen. Ja? Ich hab's. Ja? Hokus Pokus Abra Kadabra. Naja, da will ich mal. Oh, wir fliegen! Juhu, gleich können wir die ganze Welt überfliegen. Aber ich will gar nicht über die ganze Welt fliegen. Maus, es wackelt so. Och, du Angsthase. Ach, warum geht das so schwer? Das ist ja zum Davonfliegen. Ja, was denn? Will Frau Elster auch noch mitfliegen? Nein, das wird ja viel zu eng. Hör nur, wie es schon knarrt. Ach nein, ist das eine Plage? Oh, Hilfe, Hilfe! Miau, wir hängen am Flaschenzug. Hoppel, Hoppel, festhalten, sonst sind wir verloren. Was ist denn nun wieder los? Nanu, war das ein Hilferuf? Asch, asch, asch. Frau Elster, lassen Sie die beiden sofort herunter. Dieses Spiel ist sehr gefährlich.
kriegen Sie keinen Unsinn. Und helfen Sie mir lieber, meinen Teppich hochzuziehen. Ziehen Sie meinetwegen Ihren Teppich hoch, aber lassen Sie Mautz und Poppel unten. Ach du meine Güte! Was? Habt ihr euch wehgetan? Ach, nur ein bisschen. Oh, nicht so schlimm. Frau Elster, was haben Sie sich dabei gedacht? Ich? Ja, mir sitzt der Schreck in allen Gliedern. Herr Fuchs, wir sind schuld. So? Ja, wir wollten mit dem Zauberteppich fliegen. Aha, mein soeben gesäuberter, guter Wollteppich soll ein Zauberteppich sein. Ist er verdorben? Ach, Unsinn. Nein, es ist alles in Ordnung. Sollen wir ihn noch mal klopfen? Das ist wohl nicht nötig. Aber wenn ihr den Bettvorleger ausklopfen würdet. Klar, machen wir. Ehrensache. Oh, du Hoppel. Oh, vielleicht können wir mit Frau Elsters Bettvorleger besser fliegen. Nun ist es aber genug. Ihr müsst ins Bett, Kinder. Gute Nacht. Schlaft gut.